1847 wurde das Haus zur Ölmühle im Ortsteil Roßlau errichtet. Das heutige Mehrgenerationenhaus ist ein Paradebeispiel für den Einsatz von Holz als Baumaterial. Gewaltige Holzdecken und zahlreiche Balken machen das Fachwerkhaus sicher und standfest. Hölzerne Treppen führen in die verschiedenen Stockwerke. Holz spielt in dem aufwendig sanierten Gebäude eine große Rolle. Die Ölmühle in Roßlau hatte einiges vorbereitet zum Tag des offenen Denkmals. Ja, also dieser Tag ist wichtig, finde ich, um das Geschichtsbewusstsein der Menschen zu fördern und auch, denke ich, die Heimatverbundenheit. Denn gerade der Tag hier in der Region ist ja den Gebäuden, den historischen Gebäuden von Dessau-Roßlau gewidmet. Und ich denke, dass Jung und Alt gut daran tut, sich mit der Heimat zu befassen. Natürlich, man sieht es vielleicht schon von der Optik her, dass die Ölmühle ein historisches Denkmal ist. Und der Denkmalstag in diesem Jahr steht ja unter dem Thema Holz. Und gerade Holz ist ja sehr viel und sehr wunderbar in diesem Fachwerkhaus verbaut worden. Die Besucher bekamen die Arbeiten aus den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften zu sehen, aber auch immer wieder Informationen über das denkmalgeschützte Gebäude. Das Besondere heute vielleicht an diesem speziellen Tag ist, dass wir auch den Rosselgang geöffnet haben, wo man direkt einen Blick aus der Ölmühle heraus auf die Rossel werfen kann, wo ja zu historischen Zeiten das Wasserrad betrieben wurde, wo die Mühlsteine angetrieben wurden, um aus Rapssamen und Sonnenblumenkernen Öl zu pressen. Ansonsten ein historischer Gang durch das Gebäude mit seinem vielen Fachwerk, aber auch Hinweise auf die Tatsache, wie Ölmühle e.V., der Verein, heute dieses Haus mit Leben erfüllt, als Mehrgenerationenhaus für alle Generationen immer Angebote jeden Tag der Woche bereithält. Und wer Lust hat, kann sehr gern am kommenden Sonntag noch einmal in der Ölmühle in Dessau-Roßlau vorbeischauen. Dann nämlich soll die Hobby- und Freizeitmesse ihre Pforten öffnen, man darf also gespannt sein. Ein Denkmal ganz anderer Art steht auf dem Friedensplatz in Dessau-Roßlau gegenüber dem Anhaltischen Theater. Die Büste von Karl Marx veranlasste die Mitarbeiter des Schauspielhauses, eine Lesung der besonderen Art durchzuführen. In einem 24-stündigen Lesemarathon aus dem von Marx verfassten Kapital lasen Theatermitarbeiter und erinnerten mit der öffentlichen Veranstaltung an den notwendigen kritischen Blick auf die Verhältnisse von Kapital und Gesellschaft. Wir machen eine 24-Stunden-Lesung von Karl Marx, Das Kapital, also das große Hauptwerk. Wir haben heute den Tag des offenen Denkmals und es steht ja tatsächlich ein Karl-Marx-Denkmal auf dem Friedensplatz gegenüber dem Theater. Und wir haben gedacht, wir wollen dieses große Werk tatsächlich auch nochmal beleuchten und heute auf seine Relevanz befragen. Und gerade in den Zeiten, wo wir ja auch um unsere Existenz kämpfen, das Anhaltische Theater wirklich, doch stark in der Krise ist, was die Finanzierung angeht, haben wir gedacht, das ist eigentlich genau der richtige Text, um ihn mal auf seine Gültigkeit im Heute zu befragen. Vornehmlich Mitarbeiter des Schauspielensembles hatten den Lesemarathon auf sich genommen. Immerhin galt es, eine Stunde durchzulesen. In der Nacht waren es gar zwei. Wir befinden uns ja jetzt im Moment in der achten Stunde der Lesung und wir haben gerade eine Passage gehört, wo es um die Arbeitszeiten ging im frühkapitalistischen England, und Karl Marx hat das wirklich ja alles sehr, sehr dezidiert auch beschrieben. Er war also auch in diesem Werk ein Chronist seiner Zeit, und so werden wir eigentlich auch darüber in Kenntnis gesetzt, wie furchtbar eigentlich damals diese Arbeitsbedingungen auch waren. Wenn man ihnen die Freiheit raube, Kinder jeden Alters täglich 10 Stunden abzurackern, setze man ihre Fabriken still. Es sei ihnen unmöglich, eine hinreichende Anzahl von Kindern über 13 Jahren zu kaufen. Sie erpressten das gewünschte Privilegium. Der Vorwand stellte sich bei späteren Untersuchungen als bare Lüge heraus. Was sie jedoch nicht verhinderte, während eines Dezenniums aus dem Blut kleiner Kinder, die zur Vorrichtung ihrer Arbeit auf Stühle gestellt werden mussten, täglich 10 Stunden Seide zu spinnen.
In der besonderen Situation jüngster Kürzungsforderungen durch das SPD-geführte Kultusministerium Sachsen-Anhalts gegenüber einigen Kulturinstitutionen des Landes und im Speziellen gegenüber dem Anhaltischen Theater scheint dieser Blick notwendiger denn je. Das gab es hier am Anhaltischen Theater so noch nicht, aber es ist eine Aktion, der natürlich auch weitere folgen werden. Es ist, glaube ich, toll, auch für Menschen, die kommen einfach mal vorbei. Wir haben Leute gehabt, die waren heute Morgen schon mal da, jetzt kommen sie wieder. Es hat jemand gesagt, er kommt morgen früh noch mal. Also das hat natürlich auch einen gewissen Happening-Charakter. Das ist eine tolle Sache. Auch für uns als Theater, die Kollegen, die da so lange dran teilnehmen, das ist schon was Besonderes. Und wir werden uns weiter kreative Projekte überlegen, um auch auf die Situation der Kulturfinanzierung insgesamt in Sachsen-Anhalt aufmerksam zu machen. Weil es geht ja nicht nur um das Anhaltische Theater, sondern es geht wirklich darum, dass die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt wirklich abgebaut wird, Stück für Stück, und zu kollabieren droht. Und dem muss man entgegenwirken. Und ich habe unglaublich viele positive Reaktionen von Bürgern der Stadt bekommen, die sagen, ja, das ist genau richtig, man muss dagegen protestieren. Sachsen-Anhalt hat wirklich die Kultur als Hauptaugenmerk, sage ich mal, auch in der Ausstrahlung nach außen für die überregionale Wahrnehmung. Und das darf man nicht zerstören. Und da wollen wir einen Beitrag dazu leisten. So verstand sich diese 24-stündige Lesung nicht allein als ein Beitrag zum Tag des offenen Denkmals 2012, sondern auch als Reaktion und offener Protest gegenüber einer sinnlosen, doch folgenreichen Sparpraxis einer Landesregierung, die scheinbar verkennt, dass die Zukunftsfähigkeit von Städten und Regionen unseres Landes insbesondere von kulturellen Faktoren abhängt. Bis in den Montagvormittag hinein wurde aus dem Kapital gelesen, immer in der Hoffnung, dass die Worte auch die Entscheidung der Landesregierung erreichen.